Jetzt haben wir einen in mehrfacher Hinsicht besonderen Gast bei uns. Der gute Matthias Mehne ist nämlich auch ein Lead Face. Als solches ist er aber nicht auf der Messe, sondern er ist auf der Messe unter der Überschrift Messenger People. Wenn die Messe vor 4 Wochen gewesen wäre, hättest du noch anders geheißen. Nämlich? What's Broadcast? Genau. Erzähl doch mal, ihr wart ja eine eingeführte Marke. Warum habt ihr diesen kompletten Switch gemacht? Neuer Name, neues Branding. Übrigens, apropos Branding, er ist komplett durchgebrandet mit T-Shirt, hat sogar irgendwie eine Getränkedose dabei mit Messenger People. Also das ist von langer Hand vorbereitet. Warum habt ihr das gemacht? What's Broadcast gab es jetzt 3 Jahre, gestartet natürlich als Spezialist für WhatsApp und für Broadcasting, also für diese klassischen WhatsApp-Newsletter. Ja. Und jetzt in den 3 Jahren hat sich sehr viel getan. Wir sind sehr stark gewachsen, haben sehr viele Kunden dazu bekommen. Und wir haben gemerkt, das Thema Messenger-Marketing ist total wichtig, kommt total gut an auf beiden Seiten, Unternehmen wie auch Kundenseite, ist aber mehr als WhatsApp. Es gibt ja noch mehr Messenger, den Facebook-Messenger, es gibt WeChat, Viber kommt, was passiert mit Apple, Business Chat etc. pp. Also es ist mehr als Whats. Und auch das Thema Broadcast ist natürlich noch ein hochaktuelles Newsletter verschicken. Aber Kommunikation geht immer mehr in diese Richtung 1:1 Kommunikation, Kundenservice, Customer Care, das ganze Thema Telefon-Hotlines, E-Mail-Hotlines, das alles mal auszusieben und auch da das über Messenger zu machen. Und von daher war Whats Broadcast einfach ein bisschen zu eng und Messenger People trifft es ganz gut, weil wir sind Spezialisten für Messenger. Und wir sind geile People, wir kennen uns ganz gut aus mit dem Thema, mit dem, was wir machen, mit uns kann man ganz gut reden. Deswegen Messenger People, schön bunt. Du hast gerade schon irgendwie Customer Care, das passt ja fast punktgenau auf das große Take Care Motto hier von der Dimexco. Ist es aus deiner Sicht so, dass gerade diese Messenger relativ viel von den Dingen erfüllen, die man hier als Anforderungen stellt? Also eben Personalisierung, Vertrauen, direkte Kommunikation? Kannst du überall einen Haken hintermachen. Ja? Messenger ist das Kommunikationsmittel zurzeit der Leute. Alle kommunizieren über Messenger, keiner ruft mehr an, keiner schreibt mehr E-Mails. Und jetzt müssen Unternehmen anfangen, da auch mit reinzugehen, weil die Kunden, die User, die Zuschauer sind schon da und mit dem Messenger hast du halt den Vorteil, du kommunizierst auf Augenhöhe, authentisch. 10 € ins Phrasenschwein, ich weiß, aber mit Messenger schaffen wir das viel besser, als wir das mit Social Media geschafft haben oder mit E-Mail. Und ich glaube schon, wenn Unternehmen das schaffen, wirklich wieder einen Service anzubieten und nicht nur so ein Haut drauf, nicht nur so eine Gießkanne, sondern wirklich sich mit ihren Kunden zu unterhalten über den Messenger, dass wir dann eine ganz neue Art von Kundenbeziehung kriegen. Und das brauchen die Unternehmen, weil Produkte sind austauschbar, Brands sind austauschbar, Medien sind austauschbar. Wir müssen wieder mehr dazu zurückgehen, dass Kunden und Unternehmen zusammenkommen und dafür ist Messenger der beste Kanal. Kunden und Unternehmen zusammenkommen, da würden natürlich die Dimexco machen, aber dafür ist eine Messe auch ein sehr guter Kanal. Du hast ja ziemlich viel Dimexco-Erfahrung. Wie ist denn so dein Eindruck jetzt von der neuen Dimexco? Wie ist es denn so? Wie viel neu ist denn dabei? Wie viel ist anders? Was ist dein Gefühl? Gefühl, also hier vor Ort finde ich es gar nicht so viel anders. Sieht eigentlich alles noch genauso aus. Man trifft die gleichen Leute beim Rauchen. Um 18 Uhr gibt's Bier bei ProSieben. Also in schöner alten Tradition. Die Website war neu und hat mir überhaupt nicht gefallen. Also das war irgendwie nix. Und ansonsten trifft man hier immer noch gute Leute. International ist natürlich für uns ein Thema. Da machen wir sehr viele Kontakte. Wir haben sehr gute Gespräche. Also von daher sieht die Mexico ist schon noch die wichtigste Messe für digital, für Marketing, für Kommunikation, um Leute aus der ganzen Welt zu treffen, Produkte vorzustellen, aber auch abends um Bier zu trinken. Gerade dieser Aspekt international, der ja auch heiß diskutiert wird immer im Zusammenhang mit der Dimexco, ist aber in diesem Jahr auch gefühlt nochmal besonders wichtig. Wahrscheinlich auch für euch ein entscheidender Faktor, ne? Absolut. Ich meine, wir sind da schon noch in unserem Kunden sind wir ja schon noch in einem relativ kleinen Bereich. Ja, das ist so B2B, Tech-Entscheider. Da tut man sich dann aus München heraus schon schwer, international zu wachsen. Und hier läuft das sehr gut. Also die Leute sehen unseren Stand, haben so eine Ahnung, was wir machen. Und wir haben hier gefühlt 80% unserer Gespräche sind mit internationalen Kunden.
Prospect-Partnern. Also gerade für international ist die Messe für uns wirklich Gold wert. Wunderbar. Dann alle, die sozusagen von Köln aus sind, wissen, sie treffen ihn entweder beim Rauchen oder um 18 Uhr beim Bier bei ProSieben. Und alle anderen müssen ihm eine Message schreiben. Er ist übrigens immer wirklich erreichbar, muss ich bestätigen. Alles klar. Danke, bis dann. Vielen Dank.